wisst ihr, was ich damals mal hatte? Ich habe immer so Livestreams auf LaVou gemacht. Oh. Ganz, ganz schlimm. Hallo Glamour. Wir sind die Elevator Boys, Benne, Tim, Luis und wir machen heute mit bei dem Format What's on your phone. Also, das hier sind meine. Ziemlich random. Ich glaube, es ist einfach wegen Content, wegen Posts oder so, so random Emojis benutzt. Aber bei mir ist einfach die Disco-Kugel als meistgenutztes. Krass. Komisch. Bei mir ist der Lach-Smiley und dann den ich wirklich am allermeisten Moment benutze, ist der hier. Den benutze ich richtig oft bei vielen Sachen. Same, dann sind es die Hände, die benutze ich auch immer, wenn ich mich für irgendwas bedanke. Und der Blitz, weil den benutze ich immer den... Der ist aber cool. Der ist coolste Emoji, wirklich. Ja. Wirklich. Emoji. Bei mir ist es ein Herz, der Lachsmiley, dann dieses Herz in Flammen, für wenn man was richtig brennt. Den Kussmann-Smiley. Der Kussmann, eigentlich wäre da auch dieses Herz. Weil ey, das ist so eine richtige, ich schreibe in meiner Freundin-Liste. Ja. Oh mein Gott, ich kann dich nicht sehen. Oh mein Gott, I love you. Das ist so richtig 1000%. Ich schließe Wette ab, dass ich die meisten Wecker habe. Soll ich mal kurz durchscrollen? Ja, okay, ich mach mit bei der Wette. Also bei mir geht's los bei 0,26. Okay, bei mir geht's schon 2,20. Also let's go. Okay, jetzt ziemlich ähnlich wieder. Aber heute Morgen habe ich original die Wecker 8.10 Uhr, 8.15 Uhr, 8.20 Uhr, 8.25 Uhr und 8.30 Uhr gemacht. Ach, und ich habe sie alle gehört. Ich habe sie alle gehört. Ich habe nur den allerletzten gehört. Ja, du hast keinen gehört. Ja, meiner war um 8 Uhr gereicht. Mir reicht eigentlich immer ein Wecker. Ich bin komplett ohne Wecker eingeschlafen, deswegen musst du geweckt werden. Zu spät geweckt. Ich nenne den Real Robin. Der ist so witzig. Ich habe schon mal mit dem auch geschrieben, weil ich dem seine Videos wirklich so unfassbar lustig finde. Erzählt halt einfach die lustigsten Geschichten auf die lustigsten Art und Weise, aber auch immer super random von irgendwelchen gefailten Dates oder... Das andere muss ich jetzt nicht erzählen. Shoutout an Justin Jim. Der macht immer so verarschend von diesen vollgefakten Monster-Dokus, wo die so Monster suchen oder so. Wenn wir schon im deutschen Comedy-Game sind. Ja, ich wollte den auch. Clemens, der imitiert Väter wie kein Zweiter. Ist wirklich ultra lustig und da sind auch ein paar Insider schon bei uns in der Wohnung entstanden. Ja. Wie der Torben. Immer so seufzt. Torben! Torben! Ja, ja. Boah, ja, ja. Der macht immer so Parodien, so Väter, wenn laute Musik läuft. Väter, wenn der Sohn zum Grillen kommt oder so. Väter Urlaub vorbereiten und macht dann so stereotypische Sachen, die Väter so machen, in super lustiger Art. Also, Shoutout Clemens. Shoutout Clemens. Auch gesucht. Shoutout Clemens, Robin und Jim Justin. Justin Jim. Ich habe hier geschrieben in unsere Gruppe, also unsere Firmengruppe, wo unsere Angestellten, aber auch wir mit drin sind, habe ich reingeschrieben, wie heißt nochmal die Website, wo wir Sounds aussuchen können? Bei mir ist es meine Schwester, A-Perfect. Sie hat mir ein Halloween-Kostüm geschickt von Casper und das soll ich unbedingt nachmachen. Wo wir eins schon haben, tatsächlich. Wir haben uns viel Gedanken gemacht, mit Designern zusammengesetzt, weil es geht tatsächlich in ein paar Tagen schon zu der Halloween-Party von Heidi. Und auf jeden Fall gehen wir als tote Boyband. Und das wird super cool aussehen. Hoffentlich. Mal sehen. Bei mir ist es eine Nachricht an meine Mom. Und zwar habe ich geschrieben, nein, nein, nur meinen. Auf ihre Frage, aber die kündigen nur deinen Vertrag, nicht Melanies oder meinen. Ich habe einen Internetprovider und meine SIM-Karte ist noch im Vertrag von meiner Mom, meiner Schwester. Und den muss ich jetzt kündigen. Und deshalb brauche ich eine Info von ihr. Und deshalb, da ging es darum. Bei mir ist es ein Bild mit meiner Mom. Ich war gerade im London-Urlaub mit, also was heißt Urlaub? Family Trip. Mit meiner Mom habe ich ihr zum 60. Geburtstag einen Trip nach London geschenkt zum Musical Mamma Mia. Und genau, da hatten wir eine schöne Zeit und haben ein bisschen abgedanced. Mit der Mama zu Mamma Mia, das passt doch. Mit der Mama zu Mamma Mia, sie ist ein riesen ABBA-Fan und das habe ich ihr mal ermöglicht. Und was machst du? Also abgesehen von den paar Fotos, die ich jetzt hier gerade kurz vorm Dreh gemacht habe, habe ich eigentlich gestern Nacht dieses Foto hier aufgenommen. Das ist einfach nur vom Laptop bei uns zu Hause in der Mansion. Das wurde tatsächlich das steht heute 2.30 Uhr, also ziemlich spät, weil ich arbeite gerade an einem großen Projekt mit einem großen Pitch, deshalb da wird bis spät in die Nacht immer gearbeitet. So ist auch generell bei uns, wir können ja Arbeitszeiten quasi flexibel einteilen und oft drehen wir bis spät nachts noch Videos und so. Also bis 1, 2 Uhr nachts, kommt vor. Oslo, kann ich direkt so sagen, glaube ich. Ja, aber ich glaube, mein Lieblingsfilter aktuell, absolut der hier, dieser Camcorder, den finde ich voll cool. Bei mir war es Fall of Paris damals, da hat Tim sich auch immer beschwert, weil der so glättet, aber den benutze ich eigentlich gar nicht mehr.
Auch wegen der Kritik von Tim. Was ich voll oft mache, ist aber im Moment einfach so, wenn ich Fotos mache von euch jetzt, so ein Screenshot, einfach von diesem Layout von Apple, von diesem, ja, wie man Fotos macht. Und dann sieht es so aus und sieht es ganz cool und wavy aus. Ja. Okay, ich habe direkt XXXTentacion. Und bei mir ist direkt die Playlist offen, XXXTentacion, hardest songs. Einfach weil heute Morgen war ich auch ein bisschen verpennt, da muss man eine kalte Dusche und ein bisschen Rockmusik und ein bisschen harte Musik ballern, damit man ein bisschen aus dem Bett kommt. Ich mache mal direkt danach, weil meins genau das Gegenteil davon ist. Ich höre im Moment sehr viel Nils Frahm und das ist ein klassischer Musiker. Bei mir, ich habe eine Playlist seit 5 Jahren, wo ich immer Songs adde, die ich cool finde. Ich höre so viel American Hip-Hop, Rap und so, aber auf Spotify habe ich tatsächlich eine Playlist, die ich immer beim Fliegen höre, und das ist Justin Bieber Vocals Acoustic Versions. Da finde ich ein paar Songs so nice und die höre ich andauernd. Sonst riesen Kid Laroi Fan, Diva, der Song. Ich glaube TikTok. Ich glaube auch TikTok. So. Damit hat es alles so angefangen, damit ging die Reise los. So. Ja, wohl, aber aktuell, also eigentlich schon TikTok, aber aktuell ist bei mir, glaube ich, Instagram. Ich glaube, ich bin im Moment so voll in diesen Aesthetics-Fotos Fotos machen und so ein bisschen mehr in dem Fotogame. Ich habe auch so eine... Ich habe hier vor 2 Wochen oder so diese Kamera hier geholt. Das ist eine Analogkamera, komplett ohne Elektronik und so. Und das ist sehr schwer, damit Fotos zu machen. Tatsächlich, man sieht auch nicht, was man fotografiert im Endeffekt. Man kann es nicht mal angucken, bis die Fotos entwickelt sind. Aber deswegen glaube ich im Moment aktuell Instagram, weil ich so in diesem Fotoding gerade wieder drin bin. Ja. Mach mal einen Erinnerungspick. 3, 2, 1... Klick. Da haben wir es. Cool. Da haben wir euch im Kasten. Bei mir ist auch Instagram, glaube ich, einfach im Moment, weil Reels voll Spaß machen. TikTok einfach ein bisschen entspannter ist. Aber genau, TikTok und Instagram, einfach unsere Basics. Ja. Gar keine. Ich habe irgendwann mal vor Jahren mal Tinder gehabt, aber da... Ich hatte es auch mal. 17 oder sowas. Aber schon ewig nicht mehr. Tatsächlich muss man sagen, eigentlich ist Instagram so die Dating-App der Neuzeit. Also so viele aus den Freunden oder aus dem Netzwerk oder von Leuten, die wir kennen, haben sich über Instagram kennengelernt. Das ist schon Wahnsinn, wie quasi eigentlich so diese Fotoplattform inzwischen so echt so ein Dating-Charakter. Ich habe meine letzte Ex-Freundin auch auf Instagram kennengelernt. Ich glaube, echt Instagram. Aber wisst ihr, was ich damals mal hatte? Ich habe immer so Livestreams auf LaVou gemacht. Oh, ganz, ganz schön. So, wie kam, oder war ich auch so, da habe ich auch gerade mein Handy frisch bekommen und so. Ganz komische Zeiten. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber... Livestreams auf LaVou, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Haben da Livestreams angeboten. Ich war da nie so richtig am Matchen und so, aber ich habe da so Livestreams gemacht und habe da so Leute entertained, einfach so just for fun. Sehr witzig. Auch nicht schlecht. Schwierig. Naja. Okay. Lucas Whitesmith, den haben wir auch bei der Fashion Week jetzt kennengelernt, den kennen wir auch schon irgendwie eine Weile über Social Media, ist in Australien. Ist ein super cooler Typ, hat einen krassen Körper, surft, ich bin voll der Surfer, deshalb haben wir es irgendwie voll gut verstanden. Der hat eine coole Ästhetik, der sieht cool aus. Cooler Typ. Von uns, ja. Cooler Typ. Der ist cool, ja. Den sehen wir auch jetzt in L.A. nächste Woche. Ja. Ich muss tatsächlich an 2 Instagram-Profile raussprechen, die sehr, sehr ähnlich für mich, also überhaupt nicht ähnlich, aber doch auch sehr ähnlich für mich sind. Bei dem ersten geht es um eine Brand, die heißt Published By, und die machen total coole Bags und alle so in diesem Metal-Look, so in diesem Liquid-Metal-Look. Die machen sehr, sehr coole Bags. Und auf der anderen Seite ist es ein Künstler, der heißt Oysung. Ich hoffe, ich kann seinen Namen richtig aussprechen. Oder Jung, also keine Ahnung, ist auf jeden Fall Koreaner. Ich kann leider seinen Namen nicht aussprechen, und der macht sehr, sehr coole Metallkunst. Unter anderem hier sieht man so einen Feuerzeughalter, wo so wie so eine Holzgrain auf so Metall eingearbeitet ist. Den finde ich sehr cool. Bei mir ist es Hate8. Wir arbeiten mit Hate8 zusammen. Wir verbreiten die Message, ihr seid nicht alleine, und gegen Hass im Netz. Dafür stehen wir. Und dagegen setzen wir uns eben ein. Wollen da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Checkt es super gerne mal ab. Man kann gegen Hass im Internet nämlich sehr, sehr viel machen. WhatsApp. Auf jeden Fall WhatsApp, weil wir jetzt seit 4 Monaten offiziell gegründet sind, haben ein Team von 5, 6 Leuten. Über WhatsApp läuft bei uns aktuell noch die Main-Kommunikation, deshalb sind wir jeden Tag im Austausch mit vielen unserer Mitarbeiter und schätzen die auch sehr. Wir haben ein tolles Team, Cabo Artist Management, mit dem wir uns selber managen quasi und Strategien verfolgen. Deshalb bei mir auf jeden Fall WhatsApp. Ich würde generell sagen, so Kamera. Kamera und Video, ne? Das ist unser Arbeitsmittel, es ist unser Job, Sachen zu posten, Content zu kreieren. CapCut von Adobe, Videolib, Lightroom. Adobe Lightroom.
Ich habe FaceTime mal benutzt, um mir die Haare blond zu färben, virtuell, um zu gucken, ob es gut aussehen würde, wenn ich blonde Haare hätte. Stark. Und sonst VSCO. Und sonst die Kamera. Okay, Leute, das war's schon. Ich hoffe, wir haben ein paar Einblicke geben können, was so auf unseren Handys abgeht. Und ansonsten schönen Tag euch noch. Ciao, ciao. Ciao, Glamour. Ich die Kamera vergessen. That way.